Sie brauchen ungefähr 30 Pumpen. Sag mal, Hüfe, keine Ahnung. Ich bin Verwaltungsbeamter, nicht der Leistungssportler. Yes, das habe ich am Ende schon gehäckelt. Wenn du die Leute zugucken, dann macht das total lächerlich. Also habe ich schon hochgepumpt. So, und jetzt stellen wir uns vor, ist ja alles okay. Und jetzt geht das Ding hier auf. Innen drin, das werden wir gleich sehen, sind Zuhaltungen, die mit Stickstoff in ihrer Halterung gehalten wurden. Das Licht hat nicht funktioniert. Ohne Stecker geht es nicht. Der Nicht-Techniker schlägt zu. So. Aber jetzt Licht? Nö. Ja, doch, sieht gut aus. Ja? Sieht man von außen nicht so gut. Ne? Also wenn man den Stecker nicht reinsteckt, geht es Licht. Das habe ich jetzt auch wieder gelernt. Manchmal. Also durch Stickstoff, da stand so ein Stickstofffass, wurde, also mit Pressluft, mit Pressstickstoff, wurden diese Zuhaltungen, die Sie gleich sehen, wenn Sie hier reingehen, wurden in ihrer Haltung gehalten. Also im Prinzip, hier ist der Bankarbeiter, das ist ja wie unser Tresor. Also wo steht das dann? Haben Sie mir nicht verraten, irgendwo in Frankfurt. Okay, ja, dann hat man das hier auch gemacht. Hätte es nicht funktioniert, oder wäre es der falsche Code vorne angekommen, hätte der vorne blockiert, hätte nichts aufgemacht. Und hätte stattdessen die Militärpolizeistreifen hierher geschickt, die sind vorne in der Garage, da stand ein Jeep. Da sind die innerhalb von einer halben Minute hergefahren und da gab es erstmal Druck. Da hat morgen einer erzählt, sie waren länger als vereinbart hier drin, das waren zivile Arbeiter. Und da kamen sie auch zu siebt an mit der Knarre und dann wurden sie abgeführt und mussten sich erklären, warum sie eine halbe Stunde länger gearbeitet haben, als erlaubt war. Also alles nicht so ohne. Wenn jetzt die Leute, die Munitionsleute hier reingegangen sind und die MP war dabei, dann mussten sich die MPs rumdrehen, mussten in den Wald gucken, weil sie hier nicht reinschauen mussten. Ach, die wussten ja gar nicht, was da drin ist. Geheimhaltung bis zum Äußersten. So, wir gehen jetzt mal hier rein. Ein bisschen vorsichtig, hier gibt es nämlich eine Stolperfalle. Haben wir hier. Und vorne jetzt mal so. Vor ein paar Jahren hat sie einen Vorhandenskrieg, das war so nicht der Pastor, leider sind gestorben. Der hat es wirklich geschafft, die Lampen hier wieder in den Krieg zu setzen von außen, weil das sind noch die Originallampen, die da drin sind, aus Arzt. Ja, ein Jahr, wenn die mal nicht mehr funktionieren, können wir sie nicht verwenden. Dann kommt keiner mehr sehen, dass sie. So, jetzt war alles okay. Durch das Öffnen des Bunkers hat auch gleichzeitig sich dieser Stacheldrahtvorhang, also Eisenbahnvorhang, gefunden. Da ist die Maschinerie noch, die andere Kiste, die man hier sieht. Vermutlich funktioniert die auch noch, aber das ist nicht, wir kommen nicht hin, das ist die Fernsteuerung oder sowas. So, was Sie sehen hier die Drahtseile, die hier rüberkommen, die haben dann praktisch den S-Drahtteppich hochgehoben, der lag nämlich über dem eingelagerten Material drüber. Wenn jetzt einer illegal es geschafft hätte, was ja schon fast unmöglich war, hier reinzukommen und hier rumgeschnippelt hätte, ohne dass das volle freigegeben hat, dann hat man oben, die sieht man heute nicht mehr, gab es zwei Flaschen, Gasflaschen, in denen die einen sagen, es war nur ein Reizgas drin, andere sagen, es war ein tödliches Gas drin, also irgendwas dazwischen eingebaut war, der schnippelt hier rum, das Zeug wird ausgelöst, der fällt um, wahrscheinlich in den Draht rein. So. Und derjenige, der es trotzdem schafft, hier durchzukommen, also dann drückt man vorne auf den Knopf, der ganze Vorhang kommt wieder, der ganze Teppich kommt wieder runter, selbe Ergebnis auch abfällt. Also ziemlich brutal das Ganze, man hat mit allen Mitteln, von vorne vom Tor, wo Sie vorhin reingefahren sind, bis hier rein, sind es 11 verschiedene Hindernisse gewesen, hat man versucht zu verhindern, man hat es auch erfolgreich verhindert, dass hier irgendein illegaler Mensch ankommt. Das gab auch nie einen Eigentumsversuch. Selbst die verrückte RAF hat es nicht endgültig versucht, die haben wahrscheinlich bei ihren Aussperrversuchen festgestellt, lass ich was an. Also das ist schon eine ganz brutale Geschichte hier. So sah jeder dieser 19 zusätzlich ausgestatteten